Hallo und herzlich willkommen zu deinem Monatsorakel Mai. Ja, wie du siehst, ich habe hier bereits schon drei Stapel ausgelegt für dich zur Auswahl und du darfst sehr gerne einen Stapel für dich auswählen. Du kannst auch die anderen Stapel mit Themen belegen, die du hast und die für dich momentan wichtig sind, wie du es möchtest. Also fühle dich hier frei, dein Orakel so zu gestalten, wie es für dich gut und stimmig ist. Ich werde sehr gerne für dich auch noch ein paar Tarotkarten dann dazu ziehen, damit wir schauen können, was für dich heute aktuell ist in dieser Zeit im Mai 2022. Ja, ich hoffe sehr, es geht dir gut und dass du wohlauf bist. Ich bin ziemlich müde. Wir haben heute den Montag, 2. Mai. Ich komme direkt aus einem, ja, ich glaube, ich darf das schon sagen, sehr intensiven Seminar, zumindest gefühlt, fühlt es sich für mich jetzt im Nachhinein an, wie, ja, wie als hätte ich sehr intensiv gearbeitet und das war es ja auch. Und diese Energien und das, was die Gruppe sich erarbeitet hat und natürlich unter der Begleitung von mir, das war schon ordentliche Arbeit und ich merke jetzt auch, das war ziemlich viel, was wir uns da erarbeitet hatten, das ging sehr in die Tiefe und das wirkt jetzt alles noch nach. Also, falls du eine ganz müde Cynthia hören solltest, dann liegt es daran, weil ich hier noch ein bisschen im Nachhall von den Seminarenergien hänge und ja, die Energien langsam wieder ins Fließen kommen. Also, ich habe heute genau gar nichts gemacht, nur rumgehängt und rumgefaulenzt und ich freue mich dann, wenn die Energien sich wieder updaten, denn nach so einem Seminar, da braucht es so ein paar Tage Zeit, bis die Energien wieder in den Flow kommen. Ja, schön. Ich freue mich dennoch trotzdem, dieses Orakel für dich zu machen, denn es ist ein ganz sonderbarer Zustand. Das kennst du bestimmt. Du merkst, du bist so todmüde eigentlich und so wirklich, du hast viel gearbeitet, aber trotzdem gibt es da so noch einen Anteil, der würde gerne noch das machen oder er hat noch Lust auf das. Und genau so geht es mir jetzt und deswegen mache ich das für dich. Und freue mich jetzt gleich mit dir zusammen hier eintreten zu können. Ich hoffe sehr, du hast deine Auswahl getätigt. Ich starte gleich hier mit dem Stapel 1 und wir schauen hier, worum geht es für dich hier im Mai? Was sind deine Themen? Und es kommt hier als allererstes Trauer. Ich sehe, dass du in einer sehr tiefen Trauerbewältigung momentan drin bist und dass es sehr wichtig ist für dich, diese Trauer zuzulassen, sie zu akzeptieren, zu verstehen, dass Trauer dazu gehört, dass Tränen dazu gehören und dass aus dieser Dunkelheit, die du erlebt hast, erlebt hattest in der Vergangenheit, eine ganz neue Energie zu dir kommen wird. Diese Energie hat mit tiefem innerem Frieden und Ruhe zu tun. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine wichtige Zeit war, dich mit deiner Trauer abzugeben, vielleicht auch alleine zu sein mit dir und deiner Trauer und über diese Trauer dann in ein neues Gefühl zu kommen. Ja, das Gefühl, mit dir zu sein, bei dir zu sein und das vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Denn das bei dir sein und bei dir bleiben und auch alleine zu sein, bei dir und mit dir, ist etwas so hoch, hoch, hoch Wichtiges. Und es ist auch etwas, was in der Zukunft sich für dich noch sehr auszahlen wird, wenn du es dir ganz erlaubst, durch diesen Prozess hindurchzugehen, dir zu vertrauen, die Trauer zuzulassen, im Wissen darum, dass du in dir an deiner Basis so sehr reifen wirst, so sehr zu neuerem, tieferem Vertrauen, Selbstvertrauen, aber auch Urvertrauen kommen wirst, was dir niemand nehmen wird. Ich sehe auch dadurch, dass du so viel Trauer erleben musstest und damit verbunden auch so viel Dunkelheit, dass das in dir ein ganz neues Selbstbewusstsein ausbilden wird, was andere Menschen nicht in ihrem Leben haben. Und dass es wichtig ist, dass du das zulässt, dass du das erkennst, dass du das aber auch verstehst und akzeptierst, dass wenn du Trauer zulässt, dass es an der Basis in dir so vieles in Heilung bringen kann. Umso mehr du es dir gestattest, Trauer zuzulassen, umso mehr werden sich hier diese dunklen Energien, diese dunklen Wolken verziehen.
Es ist eine tiefe Heilarbeit mit dir, zu dir selbst, welche du vollziehst, um an deiner Basis heilen zu können. Und ich sage dir eins, das kann dir niemand abnehmen. Ja, nur du bist alleine für dich und für deine Heilung verantwortlich. Natürlich gibt es Menschen, die unterstützen dich dabei, indem dass du überhaupt in diese Trauer kommen kannst, dass du Trauer fühlen kannst. Ja, manchmal muss man dafür in ein Seminar kommen, dass man eben sich fühlen kann, damit eben die inneren Themen aktiviert werden. Und Trauer ist etwas unglaublich Wertvolles. Ja, wir haben es leider nicht gelernt in unserer Gesellschaft, die Trauer als etwas Wertvolles anzusehen und sie auch als etwas Wertvolles anzunehmen. Und ich sehe, dass in dieser Trauer, die hier für dich spürbar ist, dass es um tiefe Selbstakzeptanz geht. Und nur du kannst hier diese Akzeptanz geben. Und dass das wiederum die Quelle zu dir selbst, die Verbindung zu dir selbst auf einer so tiefen Ebene heilt, stärkt und aktiviert, wie vielleicht nie zuvor in deinem Leben. Deswegen lass all die Trauer zu, erlaube dir zu heilen, erlaube dir zu fühlen, tief zu fühlen, auch zu fühlen, dass hier Dunkelheit, Schwarz, graue Wolken, Schlamm, Morast, was auch immer vorhanden ist, dass du das zulässt. Denn im Zulassen und Erkennen findet schon die erste Heilung statt. Sehr spannend. Ja, schau hier. Dankbarkeit kommt zu dir und das ist eine so gegensätzliche Energie zu dieser Trauer. Ich sehe das über diese Dankbarkeit, dass es für dich an der Zeit ist, dass du dir selber ein Dankeschön aussprichst für diesen Weg, den du gegangen bist, für diesen Weg, den du immer wieder gehst, Tag ein, Tag aus. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja, viele Menschen klappen zusammen, brechen zusammen, vielleicht bist du das auch. Und deswegen ist es für dich umso mehr wichtiger denn je, dir selbst diesen Dank auszusprechen, zu sehen und zu erkennen, dass du immer wieder aufgestanden bist und deinen Weg weitergegangen bist, vorwärts gegangen bist. Die Engel, die sagen dir hier ganz klar, es ist so viel Dankbarkeit und Wertschätzung für dich da, für all das, was du für dich getan hast, in liebevoller Selbstverantwortung für dich. Und wenn du es dir erlaubst, noch mehr diese Verantwortung für dich zu übernehmen, dich in dieser Trauer, mit dieser Trauer ganz zu akzeptieren, das zuzulassen, was ist, dann wirst du hier in eine neue Energie sehr bald schon kommen, die sich für dich auch als eine größere Dankbarkeit dem Leben gegenüber erweisen wird. Denke daran, du als Mensch in dieser Form, wie du heute bist und lebst, das gibt es nur ein einziges Mal. Und deswegen ist es auch ganz wichtig zu erkennen, wie besonderes es ist, dass du etwas Besonderes bist und dass du auch Dankbarkeit für dein Leben empfinden darfst. Was ich hier noch ein bisschen wahrnehmen kann, ist, dass du vermutlich noch mit deiner Rolle, mit deinem Schmerz identifiziert bist. Das ist ganz normal, wenn du noch nicht zu den fortgeschrittenen Trauerheiler gehörst. Ja? Dann gibt es auch nicht mehr so ein Bedürfnis, in diese Opferrolle zu verfallen und mit dem Schmerz verhaftet zu sein. Verstehst du, Schmerz ist etwas, was immer vorhanden ist, was immer gefühlt werden kann, was eben auch Traurigkeit auslöst. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied, ob man damit identifiziert ist, identifiziert bleibt oder verhaftet ist oder verhaftet bleibt. Wenn du mit dem verhaftet bist, dann siehst du nichts anderes mehr rundherum und du denkst, ach, ich bin wieder die Arme, ich bin der Arme, ich bin der Trauerklos. Ja? Und mit der Dankbarkeit hier an deiner Seite kommt eine ganz hohe Energie für dich in dein Bewusstsein, dass du erkennen darfst, ja, erkennen musst, hey, es gibt Menschen, denen geht es vielleicht möglicherweise noch viel, viel schlechter. Und deswegen ist es wichtig, dass du es auch trotzdem positiv siehst. Und es gibt Menschen, denen geht es viel, viel schlechter und die sind insgesamt sonniger vom Wesen her. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass du in diesem Unterschied, ja, exakt in diesem Kontrast verstehen lernst, dass es hier
Eine alte Identifikation ist, die du noch lebst, die sich von dir lösen darf, ablösen darf, je nachdem, das kannst du besser beurteilen, um nicht zu lange verklebt zu bleiben mit der Trauer, die momentan bei dir noch ist. Das ist ein natürlicher Heilungs- und auch Reinigungsprozess, so wie ich es wahrnehmen kann. Aber das ist gleichzeitig auch ganz wichtig für dich zu wissen, verklebe dich nicht mit der Trauer und erkenne, falls du das tust, dass du Dankbarkeit und Wertschätzung für dich und für dein Sein entwickeln darfst. Denn jedes Leben ist kostbar, jedes Leben ist gleich viel wert. Es gibt nicht ein wertvolleres Leben oder ein weniger wertvolleres Leben. Und gehe in die Dankbarkeit für dich und für dein Sein und aber auch für diese Prozesse, welche du erlebst. Das ist ganz wichtig. Hier kommt noch die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft sagt hier, sprich mit Freunden über deine Situation. Ja, möglicherweise bist du ein Eigenbrödler, eine Eigenbrödlerin. Und die Gemeinschaft in der Gruppe, das ist etwas sehr, sehr Heilsames für dich. Das würde dir unglaublich gut tun. Und ich habe auch das Gefühl, eben auch Seminararbeit, das ist immer wieder ganz erstaunlich, das zu sehen, wenn Menschen zusammenkommen, was sich da für Energiefelder da öffnen können, wie sich da plötzlich Dinge öffnen können, Menschen öffnen können, die lange Zeit mit ihren Themen gelebt, gewandelt, gehaust haben. Und in der Gemeinschaft kommt es plötzlich an die Oberfläche. Das ist auch die Energie der Gruppe, aber natürlich auch die Energie des Seminars. Bei dir ist es noch nicht so weit. Ich sehe, je nachdem, wo du stehst, könnte ich mir vorstellen, dass hier auch noch Schamgefühle vorhanden sind für diese Trauer, welche du empfindest. Vielleicht auch, weil du das Gefühl hast, du wärst gescheitert. Aber Scheitern und Niederlagen sind sehr, sehr wichtig, denn sie helfen dir ungemein. Wie gesagt, an der Basis dein Selbstvertrauen und dein Urvertrauen zu heilen. Und jede Niederlage, jedes Scheitern ist auf einer höheren Ebene in der Persönlichkeitsentwicklung ein Gewinn. Es ist ein überpersönlicher Gewinn. Und deswegen ist es hier für dich an dieser Stelle ganz wichtig zu wissen, dass du erkennen musst, dass du in den überpersönlichen Gewinn gehen wirst, auf kurz oder lang. Wenn du hier das schaffst, aus dieser Identifikation rauszukommen. Wir schauen mal mit dem Tarot, was der Tarot dir hier noch mitteilen möchte. Das wird dein Lernprozess sein für im Mai, dass du hier rauskommst aus der Identifikation von Traurigkeit und dass du Traurigkeit erkennen darfst als etwas, was immer da ist, wo wir alle davon betroffen sind. Wir können das nicht ausschließen, ja? Und das ist dass du Traurigkeit erleben kannst, im Wissen darum, es ist Traurigkeit, aber ohne damit identifiziert zu sein. Und dann weißt du, dass du in deinen Prozessen fortgeschritten bist, ja? Dann weißt du auch, dass du möglicherweise auch in einem tiefen Mitgefühl bist für andere und mitfühlen kannst, ja? Aber nicht eben im Mitleid, sondern im Mitgefühl, dass du das mitempfinden kannst, losgelöst von deiner eigenen Thematik, die dahinter ist. So, jetzt ziehe ich da ein paar Karten. Ritter der Stäbe kommt hier für dich. Fünfter Kelche. Unknown Card. So spannend. Ich sehe, dass hier ein Spannungsfeld vorherrscht zwischen dem, was du eigentlich in deinem Inneren fühlst, in deinem Herzen fühlst, diese große, große Einsamkeit. Und gleichzeitig hast du unglaublich viele Helfer an deiner Seite, die hier zu dir kommen und dir sagen, hey, es gibt hier noch ganz viele Chancen. Wenn du dich öffnest, gehe in die Dankbarkeit. Mit Unknown Card sehe ich auch, dass es wirklich darum geht, anzufangen, mit dem Herzen zu sehen, mit dem Herzen zu fühlen. Und wenn dir das gelingt, aus dieser Traurigkeit rauszukommen, wo du das Gefühl hast, da wurde ziemlich viel Milch verschüttet, ja, wenn du erkennen kannst, dass die geistige Welt immer für dich da ist, dass du immer die Unterstützung bekommst von oben, dass du Eingebungen bekommst, dass du Visionen bekommst, dass du Trost bekommst von diesen liebevollen Helfern, eben genau auch über diese Unknown Card, über Ressourcen, die dir gegeben werden, auch über dieses Orakel natürlich. Sie hält hier ja eine Kristallkugel in der Hand. Das zeigt auch auf, dass du gerade auch über Orakel, über
unterschiedliche Divinationsmethoden viel, viel Heilung bekommen kannst für deine Wege und für deine Prozesse. Und dann kommt hier die Energie vom Ritter der Stäbe. Der sagt hier, dein Leben wird weitergehen. Du wirst vorwärts gehen. Du wirst wieder die Kraft fühlen und auch die Leidenschaft fühlen, weil du hier gewandelt hast, weil du deine Trauer gewandelt hast und weil du in die Freude gehen darfst. Die Lösung hierbei für dich liegt wirklich, dich der magischen Welt ganz zu öffnen. Ich muss wieder an das Orakel der Nacht denken. Da hatten wir das auch. Und die Heilung hier deiner Traurigkeit, die du im Herzen fühlst, weil du das Gefühl hast, du hast etwas verloren in deinem Leben, wirst du vollständig heilen und auch wandeln können über spirituelle Methoden, über die Medialität, über die Sensitivität, über Orakel, ja. Und du bist hier in einem Innenschauprozess, das sehe ich hier. Du bist ein bisschen der Eigenbrödler und es geht für dich darum, zum Sommer hin, zum Frühling hin, später auch wirklich in die Öffnung zu kommen und hier für dich dein Pferd der Lebensfreude, der Vitalität zu satteln und dich aufzumachen hier zu einem neuen Abenteuer. Denn das wartet auf dich, dass du hier ganz in die Liebe kommen darfst und überschüttet werden darfst von der Liebe, dass dein Heilungsprozess weiter initiiert wird, damit du dich hier wirklich die Traurigkeit aus deinem Herzen lösen kannst. Das ist ein Prozess, der jetzt dann noch im Mai für dich initiiert wird und sich bis zum Sommer hinziehen wird. Also freue dich. Ja, hier sehe ich auch Schmerzen im Herzen. Ja, ein intensives Orakel für dich auf der Position 1. Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was sich hier im zweiten Feld zeigt. Hier kommt die Geduld. Hier sehe ich gerade einen Drachen oder eine Giraffe. Siehst du das auch? Und auch bei dir sehe ich, hier ist irgendwie auch ein Prozess schon sehr lange am Wirken. Auch du bist durch sehr viel Dunkelheit gegangen, durch sehr viel Schwere. Du hast sehr viel Belastendes erlebt. Und ich sehe bei dir auch, dass all das, was du erlebt hast, dass das noch Narben hinterlassen hat in deinem Gewebe, in deinen Strukturen. Der Schock sitzt dir noch in den Knochen. Und es geht für dich auch darum, dass du dich weiter in die Heilung begibst, insbesondere auch in die Herzheilung. Das sehe ich, ist ganz, ganz wichtig für dich. Zentrales Thema. Öffne dich dafür, denn diese schockierenden Ereignisse, die du erlebt hattest in der Vergangenheit, die möchten für dich in die Heilung kommen. Ich sehe auch, Angst ist ein Thema bei dir, was wie im Herzen sitzt und welche dich ausbremst, ja, weiterzugehen, weiter zu wachsen in deinem Leben. Fühle hier ganz gut für dich hin, welche Angst oder welche Zurückhaltung ist da hier für dich vorhanden, welche dich nicht dich sein lässt, welche dich nicht vorwärts schreiten lässt. Ich sehe und fühle, das ist so wie ein Drache und du bist dieser Drache, der angekettet ist. Und ein Drache ist sehr stark, ist sehr kraftvoll, ist sehr mächtig. Das alles wärst du, aber du bist angekettet und du bist unfrei in irgendeinem Thema. Und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit der Fall. Das ist wirklich eine der größten Geduldsproben in deinem Leben. Und es geht darum, die Fesseln zu lösen. Es geht darum, dich zu befreien. Du wärst möglicherweise ein sehr kraftvoller, potenter Mensch. Und es geht für dich ganz, ganz fest darum, zu überprüfen, wie kannst du deine Kraft wirklich leben? Was braucht es in deinem Leben, damit du in deine Kraft kommen kannst und leben kannst? Denn ein gefesselter Drache ist ein unfreier Drache. Du hast dich möglicherweise, ich fühle hier so Kriegerenergien, ja, wirklich der verletzte Krieger. Du hast dich möglicherweise irgendwo in einem Lebensbereich untergeordnet und wurdest dabei ja wirklich mit Füßen getreten, so kommt es mir vor, energetischer Art, ja, mit Füßen getreten, schlecht behandelt und man hat dich untertan gemacht, man hat dir Ketten angelegt. Es ist wie ein bisschen beim Teufel im Tarot, aber dennoch anders, denn ich fühle, du wärst eigentlich ein sehr kraftvoller Mensch und eigentlich könntest du dich ganz frei machen und schnell die Leinen lösen, aber du tust es nicht. Also hier gibt es auch noch so ein bisschen eine freiwillige Ankettung deinerseits, die dich aber immer wieder in Schmerzen fallen lässt, die dich immer wieder Schläge einstecken lässt, was du nicht verdient hast.
Und ich fühle ganz stark bei dir, es geht um ein Thema deines Selbstwertes. Du musst und darfst erkennen, dass du es wert bist, dass es dir gut gehen darf, dass du es wert bist, dass man dich gut behandelt, dass du hier nicht malträtiert wirst und dass du es wert bist, in deine Kraft zu kommen und auch deine Kraft zu leben. Du hemmst deine Kraft selber, weil du möglicherweise schon sehr früh in deinem Leben erfahren hast, was es bedeutet, so eins reingehauen zu bekommen. Ja, Schläge kann ich hier wirklich sehen, Missbrauch, vielleicht auch emotionale Schläge oder auch psychische Schläge. Und diese Themen haben dazu geführt, dass dein Selbstwert eine Senkung erfahren hat und dass du dich schon daran gewöhnt hast. Das ist so ein Muster geworden, schon chronisch geworden in deinem Leben. Und es ist ganz, ganz, ganz elementar wichtig, dass du hier in ein totales Erwachen, in eine totale Befreiung kommst von deiner innesitzenden Lebenskraft. Ja, das ist absolut unumgänglich für dich. Das muss ich so richtig dir reindrücken, reinreden, ja, dass dir das bewusst wird jetzt im Mai. Denn es geht wirklich um ein Erwachen. Es geht um ein Erwachen deines Herzens, denn ein Herz kann dich befreien, wenn auch du fähig bist, auf dein Herz zu hören, das, was du in deinem Herzen fühlst. Wenn du diesem Weg folgst, sehe ich, dass du hier so wie Herkules, ja, der so schnell seine Binden löst, dass du das ganz schnell lösen wirst und dass du, wo auch immer du hingehen wirst, wenn du deinem Herzen wirklich folgst, das ist Voraussetzung, zu Menschen kommen wirst. Ich sehe hier so wirklich wie Musen, wie Heilerinnen zu Menschen kommen wirst, die ganz anders sind von der Energie. Ja, du bist ja so ein starker Drache und da ist so eine weiblich zarte Energie, so wie eine Muse, ja, die so mit einem ganz hellen Licht auf dich leuchtet und dann gehen da diese dunklen Flecken, die gehen dann ganz weg und du wirst deine ganze Schönheit als Drache erkennen können. Ich glaube, du selber siehst das noch gar nicht, wie schön du bist, wie kraftvoll du bist, wie viel Stärke in dir ist und dass es darum geht, diese Stärke mit Souveränität in die Welt hinauszutragen und ein kraftvoller, schöner Drache zu sein. Und du brauchst hier noch ein bisschen so diese, ja, der Drache ist ja auch sehr männlich für mich von der Energie her. Und du brauchst hier noch so ein bisschen diese heilende, weibliche, zarte Energie. Denn es ist einzig diese heilende, zarte Musenenergie, die wirklich dir helfen kann, diese Wunden, diese Schmerzen der Vergangenheit, diese Narben der Vergangenheit in Liebe, durch Sanftmut in die Heilung bringen zu können. Denn man ist immer sehr grob mit dir gewesen. Du hast wirklich ziemlich grobe Schläge erhalten und es tut mir so weh, ich spüre das so richtig und ich fühle mit dir mit und ich wünsche dir ganz viel Mut, dass du diesen Weg gehst, aber auch Kraft, die du in dir selbst einerseits aktivieren musst, um diesen ersten Schritt zu tun und dann dich auch aus dieser Höhle zu befreien. Ich muss gerade so an alte Geschichten denken. Vielleicht kennst du das Sindbad, der Seefahrer, und der musste auch so einem Drachen in der Höhle begegnen und das war ja eigentlich ein guter Drache und der war dann auch so angekettet und die Kette hat man dann ganz kurz gemacht, damit er sich nicht bewegen kann. Und ach, es war so schlimm. Und ich sehe wirklich diesen Missbrauch hier, den auch du erfahren hast. Und das möchte jetzt in die Heilung gehen. Wow, hier kommt Erzengel Gabriel. Wunderschön. Schau in diesem Türkis. Fast wie mein Nagellack. Und Erzengel Gabriel kommt mit diesem Türkis. Türkis ist auch eine Herzchakra-Farbe. Du bist ja hier so in diesem Grün, ja, und mit diesem Rot und dieses Schwarz hier, das steht für mich wirklich so für diese Dunkelheit deiner Vergangenheit, die Schmerzen deiner Vergangenheit. Und Gabriel kommt hier mit so viel Helltürkis zu dir. Und Helltürkis sagt ganz klar und auch hier mit diesem Blau, was da oben sichtbar ist, sagt auch ganz klar für dich, wow, das wird so rein sein, was du hier bekommen wirst. Das wird so eine reine, milde Brise sein, die zu dir schwingen wird. Und ich fühle hier eine unglaubliche Sehnsucht. Wirklich, wenn ich in dieses Energiefeld gehe, dann fühle ich eine unglaubliche Sehnsucht und auch Trauer gleichzeitig. Tränen der Sehnsucht, Tränen der Trauer um und über diese Erlösung, die auf dich wartet. Und es ist so wie
Wow, eine innige Umarmung, die hier zu dir kommen möchte, die dich heilt, die ich sehe sofort, wenn hier die Hände aufgelegt werden, ne, falls es irgendwie, also ich sehe es jetzt einfach so, dass du weißt selber, was das für dich sein wird. Aber sobald du hier in diese Umarmung kommst oder in diese, sagen wir mal, auch körperliche Berührung, vielleicht auch durch Hand auflegen, ne, es gibt ja auch diese Heilungsformen, dann kommt hier wirklich so wie eine wahnsinnige Energiewelle zu dir. Aber es ist nicht so eine, die dich übermannt, eigentlich schon auch, aber du kannst gut damit umgehen. Da werden so viele Tränen gelöst werden, die dich einfach befreien. Befreiung, 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 Befreiung hin zu Liebe, Zuwendung hin zu Liebe, Befreiung hin zu deiner wahren, ehrlichen Art, die du bist, ja. Es geht auch darum, dass du authentisch wirst, authentisch werden musst, dass du zu dir stehen musst. Und das getraust du dich noch nicht. Es gibt hier immer noch eine Energie oder eine Instanz in dir, die es dir nicht erlaubt, ganz frei zu werden. Und ich sehe aber trotzdem, es gibt auch eine Sehnsucht in dir, die sich das herbeiwünscht, mit all dieser Heilkraft in Berührung zu kommen und diese Heilung endlich, 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 endlich so sehr in dir erfahren zu dürfen. Und du wirst sehen, wow, das wird dich so richtig boosten. Du wirst einen großen Boost bekommen und du wirst deine Kraft wieder fühlen können. Und du wirst sehen, dass du deine Kraft richtig, weise und gekonnt einsetzen wirst. Und das ist ein Prozess, der schon lange, 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 lange Zeit auf sich hat warten lassen. Ne? Hier kommt Geduld. Wow, und hier, wenn ich die zweite Karte anschaue, neue Perspektive, betrachte die Situation genau und nimm einen neuen Blickwinkel ein. Hey, das ist genau das, was ich gefühlt hatte. Das bist du hier mit dieser Kugel. Und ich habe ja vorhin von Musen gesprochen. Hier ist ein Engel abgebildet. Das kann natürlich auch ein Engel sein, gell? Aber das ist so eine helle, lichte Kraft. Das könnte eben auch Erzengel Gabriel selbst sein. Du siehst hier, er ist auch da so in diesem hellen Türkis, der zu dir kommen möchte, um einfach dich fluten zu lassen mit diesen Energien, die du jetzt einfach brauchst, damit du hier aus der Dunkelheit rauskommst, aus der Höhle rauskommst. Und es geht auch wirklich darum, dass du es dir erlauben musst und darfst und auch sollst, diese neue Perspektive für dich einzunehmen, die so viel heller ist, die so viel freundlicher ist, die dem Licht zugewandt ist und welche du absolut verdient hast, dass es dir gut gehen darf, ja? Du bist ein sehr kraftvoller Mensch und du musst dich nicht mehr unterdrücken lassen, auch nicht von anderen, auch nicht von anderen Systemen, ne? Wenn es kein anderer Mensch ist. Und Erzengel Gabriel ruft dich auf, fordert dich auf, wirklich ins Licht zu kommen, ins Licht zu gehen und dich heilen zu lassen von seiner Energie, aber auch von den anderen Engeln und aber auch von den Musen, ja, die Musen, die hier für dich da sind. Und ich spüre deine Sehnsucht, ja, ich fühle deine Sehnsucht, ich fühle aber auch deine Trauer, ich fühle deinen intrinsischsten Wunsch nach Heilung und Ablösung von diesen Themen. Und das alles wartet auf dich. Und es ist jetzt an der Zeit, dich aufzumachen. Löse diese Ketten, befreie dich und sei mutig. Gehe deinen Weg. Erlaube dir, echte Heilung zu erfahren und dass du frei werden darfst. Ja, das darfst du. Gut, wir schauen, was möchte der Tarot dir hier noch mitteilen? Ja, neun der Schwerter. Ritter der Kelche. Sechs der Münzen. Wow. Page der Schwerter. Ich sehe hier, dass du hier in der Vergangenheit sehr vieles verteidigen musstest, vieles auch verteidigen musstest, was eigentlich gar nicht deins war. Das fühlt sich gar nicht gut an. Ich sehe auch, dass du dadurch eben auch diesen Missbrauch erfahren hast und dass das etwas ist, was nun in die Heilung gehen muss. Es geht jetzt darum, dass du nur noch in der Zukunft für dich einstehen wirst und für niemand anderes und auch für nichts anderes, für keine falschen anderen Systeme. Überprüfe hier bitte gut, dienst du einem System, welches dir noch gerecht wird? Oder findet dort in diesem System auch eine Art von Missbrauch statt, insbesondere auch von Missbrauch deiner Energie und deiner inneren Wahrheit? Denn ich sehe hier mit neun der Schwerter,
Hast du immer noch schwierige Zeiten? Ja, du hast hier vielleicht auch Schuldgefühle, du hast hier vielleicht auch Depressionen oder allgemein psychische Zustände, wo es dir einfach nicht gut geht, wo dich immer wieder eine Schwere heimsucht und dich plagt. Und das hat genau mit dieser Unfreiheit hier zu tun. Das sehe ich ganz klar. Und es ist auch so interessant, mit dem Ritter der Kelche kann ich fühlen, hier ist eine romantische Energie zugegen. Ich fühle hier wirklich zutiefst große Sehnsucht von dir, dich hier ins Licht bewegen zu können. Auch zutiefst große Sehnsucht, dich austauschen zu können mit Menschen, die dir gut tun. Und hier haben wir die Musen, ja, Sechser Münzen. Das ist so eine Musenenergie für mich auch, ja. Eine Heilerin, die hier die Beeren pflückt und ist so verbunden mit der Natur. Und du bist hier vielleicht noch dieser Ritter, der hier als Drachen. Als Drachenzähmer in der Höhle angebunden war. Und hier darfst du reiten, zu den Musen reiten und hier von den Beeren essen und dich hier entspannen, dich hier fallen lassen und es dir einfach gut gehen lassen. Diese Zeit kommt jetzt auf dich zu und es ist wirklich genug mit Insomnia. Ja, genug mit Insomnia. Du brauchst hier nicht mehr in den Albträumen zu sitzen. Vielleicht schläfst du ja auch schlecht oder hast eine unruhige Nacht, kannst nicht richtig durchschlafen. Und das hat alles mit diesen Themen hier zu tun, denn es möchte sich hier etwas lösen und in die Befreiung gehen. Und du darfst dein Held sein, ja? Schau, was auf dich zukommt. 10 der Kelche, das ist ein Resultat, was kommen wird, wenn du dich hier in die Obhut dieser Musenenergie und des Erzengel Gabriels hingibst. Ja, also freue dich. Hier wird ganz, ganz viel Harmonie zu dir kommen, absolute Innigkeit, Wohlgefühl. Und es ist wirklich genug mit diesen Situationen, wo du gelitten hast, wo es dir schlecht ging. Schneide bitte diese Fesseln ab und öffne dich für diesen Neuanfang. Neue Perspektive hier. Und nimm einen neuen Blickwinkel ein, schon nur für dich. Du machst es ja für dich, du machst es nicht für die anderen, für dich alleine. Schön. Ja. Hier kommt die Verwandlung auf dich zu. Du bist schon auf sehr gutem Weg. Ich sehe hier auch, hier ist viel Lebensfreude für dich da und auch die Energien von einem Weg, von einem Prozess, der schon sehr viel in sich verarbeitet hat. Ja, und ich habe das Gefühl, du bist die Raupe, die hier aus diesem Kokon geschlüpft ist. Weißt du, wenn wir jetzt alle drei Orakel anschauen würden und du hättest dir alle drei ausgesucht, dann ist das irgendwie auch ein Prozess, Trauer und Geduld. Und es ist so wie ein Prozess von der Raupe zum Schmetterling. Und ich sehe, dass du hier wirklich im Mai schlüpfen wirst. Hier ist unglaubliche Lebensfreude für mich spürbar. Ich sehe wirklich so eine Neugierde, wie von einem kleinen Kind, welches bereit ist, in die Welt hinauszugehen, sich in der Welt neu zu finden, Freude zu empfinden und einfach die Leichtigkeit zu teilen mit dir selbst, aber auch mit anderen und das genussvoll, auf eine Art und Weise, wie es für dich genau richtig ist und auch mit Menschen, die dir gut tun und wo du einfach so verspielt sein kannst und fröhlich und das steht für dich an. Also ich habe wirklich das Gefühl, bei dir kommt ein ganz großer Durchbruch jetzt im Mai, wo du die Schale aufbrechen wirst und dich vollkommen neu transformieren wirst. Das ist ja auch noch ein Prozess, so dieses Schlüpfen und wo du zu neuer Lebenskraft und Lebensfreude finden wirst. Und das ist ein unglaublich schöner und sehr, sehr wichtiger Prozess für dich. Ja, also da ist schon sehr, sehr viel gegangen und es kommt jetzt nun wirklich zum Durchbruch. Und du darfst wirklich in eine neue Welt gehen, zu einem neuen Sein werden, was du ohnehin schon bist und geworden bist, und das nun aber auch ausleben. Das ist nicht nur so ein Zielzustand, sondern du bist diesen Zielzustand am Erreichen. Es kommt mir vor, wie ein Kunde oder eine Kundin, die vielleicht vor einigen Jahren bei mir einen Prozess gestartet hat. Ich meine jetzt niemand Spezifisches, sondern allgemeiner Art. Und wir haben im Rahmen dieser ersten Session vielleicht einen Zielzustand sehen können. Und durch die regelmäßige Praxis und die Arbeit an einem selbst ist es nun so weit gekommen, dass man nun hier in die Verwandlung gehen kann. Aber verstehst du, mit einer Sitzung alleine ist das nicht gemacht. Ja, das ist die Sitzung, das ist das Seminar, das sind auch Entwicklungsfelder außerhalb von Heaven's Door. Und dann natürlich auch die persönliche Innenschau, die persönliche Reife, die Zeit, die natürlich auch vieles heilen kann.
Und dann kommt es automatisch zu dem. Und das ist ein wunderbarer Prozess. Und ein solcher Prozess braucht Geduld. Das ist ja ganz klar. Und wann immer du das erste Mal in Berührung kommst mit so einer Session, mit einer Standortbestimmung oder Heilbehandlung, dann werden dir Sachen gesagt. Du denkst wahrscheinlich, wow, was ist das alles? Ja, das ist, hat damit zu tun, einerseits, weil du diese Form der Arbeit vielleicht noch nicht kennst, ja, und andererseits aber auch, weil es Zeit braucht, ja, du brauchst Zeit, Reife braucht Zeit, das kommt nicht von heute auf morgen, das weiß jeder, der erwachsen geworden ist. Und genauso ist es auch mit deinen spirituellen und auch persönlichkeitsentwickelnden Prozessen, die gehen ja Hand in Hand. Verwandlung braucht Zeit. Verwandlung ist ein Prozess, der auch extrem viel Energie braucht. Ja? Aufmerksamkeit, Selbstfürsorge, Zeit und Auseinandersetzung mit dir selbst. Und dann kommen die Dinge schon ins Rollen, das ist ja auch ganz klar. Aber das braucht Zeit und es ist auch wichtig, dass du dir diese Zeit gibst, dass du dranbleibst, dass du dich hingibst, dass du das auch tust in Liebe und Hingabe zu dir selbst und zu deinen inneren Prozessen. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen Disziplin, welches es braucht, aber anschließend wirst du auch merken, hey, das bereitet mir irgendwie auch Freude, weil ich mich selber neu kennenlernen darf und erkunden darf. Und das ist doch etwas ganz Schönes und auf das darfst du auch stolz sein. Aber hier kommt der Durchbruch für dich und das ist sehr, sehr gut. Schauen wir weiter. Wow, Stille. Schau mal diese Karte. Wow, die ist so schön. Genieße sie. Ziehe sie dir einfach rein, die Stille. Die Stille, die allgegenwärtig ist, auch wenn draußen düda, düda und die Rest-Essbar wieder mal ihren Unfug treibt, die ich ja so sehr liebe. Im Inneren bist du angekommen in dieser tiefen, unendlichen Kraft. Der Stille. Diese Stille, die so balsamisch ist, diese Stille, die sich ausbreitet wie ein heilender Teppich. Ein Teppich der Ruhe, ein Teppich der Geborgenheit, ein ewiges Ankommen und Versinken in der Stille. Es ist viel Heilungsenergie da, die sich jetzt für dich geöffnet hat. Die einfach so zu dir strömen möchte, die du annehmen darfst, wenn du magst, die du aber auch vorbeiziehen lassen darfst, wenn du sie nicht magst, in Gleichmut mit dem, was ist, im Wissen darum, dass alles ist, dass alles sein darf, dass Fehler unbedingt dazugehören und genauso viel wert sind, weil sie dir deine Entwicklung aufzeigen und weil du vor allem durch die Fehler lernst, dass es keinen Anspruch auf Perfektion gibt, in keinster Weise, sondern dass die Stille exakt den Fehler in dir fördert, damit du heilen kannst, damit du wachsen kannst, damit du erkennen kannst, wer du bist und dass das etwas absolut Gutes ist, dass du jemand Gutes bist, wie jeder Mensch ein guter Mensch ist. Das alles liegt in dieser wundersamen Obhut der Stille und du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil dieser größeren Stille und darfst nun einfach mal spüren, lass dich energetisieren. Viel Heilung ist da. Viel Heilung fließt zu dir. Wow. Das hat mich jetzt auch gerade total entspannt. Schöne Energie. Seelenerinnerung. Wir haben uns für diesen Moment verabredet. Ja. Du und ich, wir haben uns für diesen Moment eben jetzt verabredet, damit du diese Stille spüren kannst. Diese Stille, diese balsamische Energie, die soeben erzeugt wurde für dich, damit wir sie teilen können. Und dass im Teilen so etwas Kostbares vorhanden ist.
etwas so Liebevolles und gleichzeitig Freundschaftliches. Du und ich, wir haben uns für diesen Moment verabredet. Aber es ist nicht nur das. Es ist auch das, dass du mit Menschen in Berührung kommen wirst, mit denen du eine Absprache hattest oder hast oder haben wirst. Und das können allerlei Menschen sein. Und du wirst merken, dass durch die Berührung mit diesen Menschen in dir eine unglaubliche Stille entsteht, dass hier eine große Verwandlung zu dir kommen wird durch die Berührung und Begegnung mit diesen Menschen und dass du eine neue Nähe zulassen kannst, die du zuvor in deinem Leben noch nicht gekannt hast. Es ist auch hier etwas Neues und dieses Neue hat den Anspruch, dich ganz in diese Verwandlung zu führen, aber auch in die Stille. Und das für beide von euch. Wow, so schön. So schön sind diese Orakel. Die Karten sind so stark. Oh, König der Münzen. Neun der Stäbe. Ja, fünf der Münzen. 6 der Kelche auf der Unterseite des Kartendecks. König der Münzen. Falls du ein Mann bist, könntest du das sein. Dann bist du ein sehr geehrter Mann. Du bist sehr erfolgreich in dem, was du machst. Geschäftlicher Art. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Aber du bist auch ein Mann, der sehr erdverbunden ist, der vielleicht auch ein wenig konservativer ist als die anderen, traditioneller. Deine Energie ist vermutlich eher nach hinten gerichtet, aber das ist alles okay so. Du bist dennoch ein König und du wärst auch ein toller Heiler eigentlich. Ja, und falls du eine Frau bist, könnte es sein, dass du mit einem solchen Mann in Verbindung kommst. Es könnte auch sein, dass du oder wer auch immer, denn ich sehe hier immer zwei Personen. Ne? Hier sind zwei Seelenerinnerungen. Wir haben uns für diesen Moment verabredet, dass es sich um eine Person handelt, die aus deiner Vergangenheit kommt, der du jetzt wieder begegnen wirst. Und diese Verbindung hat in dir ganz viele Schmerzen bereits schon herbeigeführt. Oder du hast im Moment diese Schmerzen in deinem Herzen. Ich kann hier auch eine Erschöpfung spüren, obwohl der König der Münzen eine ausdauernde Energie ist, kann ich hier eine Erschöpfung spüren, vermutlich auch, weil du schon sehr vieles in deinem Leben einstecken musstest. Du bist ein wenig ähnlich wie in diesem Orakel auch. Ich habe das Gefühl, die Karten kombinieren sich hier auch sehr gut. Bist hier auch schon einen sehr langen Weg gegangen und du bist müde. Du bist ein müder Krieger und es fehlt dir irgendwie so ein bisschen an Ausdauer. Es fehlt dir auch an Freude, denn hier haben wir die 5 der Münzenkarte. Es fehlt dir an Liebe, an Mutterliebe möglicherweise auch. Und dein inneres Kind braucht Heilung. Und diese Verwandlung, die hier für dich ansteht, die kommt auf dich zu. Und das ist auch etwas, was du nicht umgehen kannst. Es hat wirklich auch mit deiner tiefen Heilung deines inneren Kindes zu tun. Und das innere Kind steht hier auch nochmals für dich. Es ist auch eine Frage von Anteilen, die aus deiner Vergangenheit kommen, die noch nicht geheilt sind, die in dir diese Erschöpfung und Müdigkeit auslösen. Aber auch das Gefühl des Mangels, der fehlenden Geborgenheit und Nestwärme, die du dir ja so sehr wünschst. Und mit dem Gericht hier sehe ich, dass das gelöst wird für dich in diesem Frühling, dass du in diese Schmerzen kommen musst. Das heißt, dass du hier die fehlende Geborgenheit erleben musst, dass du die Müdigkeit erleben musst, um hier neu heilen zu können. Denn du wirst durch diese Heilung, unabhängig davon, ob du Frau oder Mann bist, hier zu diesem König der Münzen werden, der oder die standhaft in ihrem Geschäft stehen wird,
standhaft in seinem oder ihrem Leben stehen wird, für sich und für seine Werte einstehen kann. Und das geht nur über die Heilung hier dieser 5 Münzen. Du siehst ja hier, der König der Münzen, der ist da. Der könnte hier ja denen eigentlich ein wenig Trost geben. Aber es fehlt hier an der weiblichen Energie. Ein wenig ähnlich wirklich wie hier in diesem zweiten Stapel auch. Es fehlt an der weiblichen Energie, an der mütterlichen Energie. Und du siehst hier, sie behütet zwar das Kind, aber das alleine reicht irgendwie wie noch nicht. Es braucht hier noch den Yin-Anteil, um hier wirklich in diese Obhut genommen zu werden. Und das wiederum hat hier mit dieser Seelenerinnerung zu tun. Und wir haben hier auch die Erinnerung. Es gibt eine Erinnerung in dir, die du durchlebst in dieser Zeit, wo du möglicherweise fühlen kannst, ah, das war so eine schöne Zeit. Ja? Und das wiederum sollte für dich eine Zielscheibe sein, um zu wissen, was für dich in der Zukunft noch kommen wird. Also heile aus der Vergangenheit deine Gegenwart, damit hier sich deine Zukunft manifestieren kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Wonnemonat Mai und bis bald. Alles Liebe. Tschüss!